Was will es von uns? Ein Kreis. Müssen wir uns das jetzt merken? Ist das so ein Rätsel? Oh ja, ist es. Wir hatten den Kreis. Dann hatten wir hier dieses komisch zackige Ding und was war's? Der andere Kreis. Richtig? Das sieht gut aus. Eingabe erfolgreich. Weiter. Oh, noch eins. Kreis. Pyramide. Doppelpfeil. Kreis, Pyramide, Doppelpfeil und noch mehr Kreise. Vier Dinger jetzt auf einmal. Kreis. Pyramide. Doppelpfeil und noch mehr Kreise. So kommunizieren also Computer miteinander. Über Hieroglyphen, Schriftzeichen. Ich dachte immer über Einsen und Nullen, aber... nicht noch eins, oder? Oh. Kreis. Haken. Pyramide. Kreis. Wo ist er? Haken und die Pyramide. Haben wir jetzt schon wieder die Station irgendwo hinfliegen lassen? Also, jedenfalls nicht, dass wir es wollten. Ich weiß es doch selber nicht, was wir tun und warum wir es tun. Universal is still offline. I need you to find out what the problem is. Sam, give me a systems diagnostic. Systemdiagnose gestartet. Okay, schauen wir uns Modul ERS-01 mal als erstes an. Druck sicher, Strom ist da, Verbindungen sind alle okay und alles verbunden. Muss ich das wieder alles durchgeben hier? Modul ERS-1 is pressurized. The problem must be somewhere else. Okay. Suche nach Problem. Modul. UN01. Modulverbindungen falsch. Module UN1. Hull contact points to EAS3 are unresponsive. This sounds bad. Okay, so the power is fine, but the hull connection points are misaligned. That we can fix. I can't get them open from here, but you should be able to reclamp the contact points from outside. Looks like you're going on your first spacewalk, Sam. Before you go outside, though, we need to update your sphere firmware to allow for exterior use. To upgrade, you'll have to scan the barcodes in EAS 11. Once you're fully updated, we'll get you outside. I'm granting you EVA permission now. The internal airlock hatch is now open. Copy. Cool, wir dürfen Spacewalk machen. Schauen wir doch mal. IAS 11 müssen wir... Das ist ja... Oh, das ist ja direkt hinter uns. Ja, cool. Müssen wir ja gar nicht weit, aber dafür brauche ich natürlich die Sphäre. Das hier ist IAS 11. Nehme ich mal an. Yep, da ist die Luftschleuse. Und wir müssen irgendwas scannen. Aha. Scannende Dokument. Um maximale Mobilität und Abschirmung vor dem Vakuum zu erreichen, gibt es mindestens 3 Sphären-Upgrades für weitere Fähigkeiten, die bei der Ausführung der relevanten Tätigkeiten hilfreich sein können. Vor einer Aktivität im freien Raum, kurz IVA, kann ein Scan der entsprechenden Upgrade-Codes mit der Sphäre in ERS 11 neue Firmware installieren und diese Möglichkeiten aktivieren.
An einem Terminal oder durch eine Anfrage an Sam kann der Benutzer den Script-Compiler mit allen Update-Scripts kombinieren und deren Möglichkeiten aktivieren. Sind diese Möglichkeiten einmal aktiviert, bleiben sie permanent installiert und können nur noch durch einen kompletten Systemneustart entfernt werden. Okay, wir können also Licht bekommen, Geschwindigkeit und Signal. Ah, das sind die ja schon. Sind die das? Das sieht doch sehr danach aus, ja. Okay. Ich scanne die jetzt mal und dann müssen wir die, glaube ich, im Sam zusammen kombinieren, irgendwie. In Speicherkern kombinieren, ja. Das kriegen wir hin. Der Speicherkern, ziemlich leer. Hier blinkt was. Das dürfte sein, oder? Daten kombinieren. Schaltplan. MS-Dialog. Sphären-Upgrade. Möchte ich verbinden. Sphären-Upgrade und Sphären-Upgrade. Great, that's your all set up. Okay, get those module clamps fixed, Sam. Okay, Upgrade erfolgreich. Sehr schön. Das heißt, man kann im Laufe des Spiels auch immer wieder Sachen miteinander machen. So, dann gehen wir hier mal in diese Luftschleuse. Guck mal. Verbinden mit der Kontrolle. Dann wollen wir natürlich Lücke schließen. Dekompression starten. Und. The control panel where you can rearrange the clamps is on the outer hull of EAS-3. Oh, ja, wir haben Licht und... Oh, wir haben tatsächlich Schub dazu bekommen. Das sieht schon ziemlich cool aus. So, wo müssen wir denn hin? Ich habe nicht... ach, RS-03. Wir sind ja auf 11. Das hier ist RS-08. Da ist 2. Getting closer. Das hier ist IRS-3. Dual-Verbindung. Oh, das sieht doch nach einem Computer aus. Halteklammern. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Hatch-Clamps. 3 Stück sind nicht miteinander verbunden. Klammer geschlossen, kein Rumpfkontakt. Initialisiere Reset. Klammer öffne mit S. Okay. Servo aktivieren, W gedrückt halten. Das kriege ich hin. Und jetzt? W loslassen. Und S loslassen. Ah. Prinzipiell ja ganz einfach. Dann machen wir das auch mit Klammer 2. Resette, Klammer 4. Öffne, Klammer. Betätige Servo. Servo in Position. Schließe, Klammer. Yay! Alle Kontaktpunkte sind gesichert. Immerhin etwas ein bisschen sicherer. Sam, while you're out there, take a closer look at the damage you detected earlier on the station exterior. What can you see? Den Schaden, den wir vorhin gesehen haben. Was war das denn alles? Hier auf jeden Fall irgendwie Solarpanels. Ne, die sind ja im Eimer. Was kann ich hier jetzt machen? Nix. The solar arrays are showing evidence of torsion and stress. Whatever this station has gone through, the arrays had no chance. Take a closer look at the China and Russian arms. The damage to the top of them looked pretty severe. Chinesischer und russischer Arm, wo sind die denn? Also wir sind jetzt beim europäischen. Ich fliege hier einfach mal runter. Was ist das hier? Muss ich jetzt hier jedes Modul absuchen?
Ist das so? Sieht aber eigentlich alles total gut an. Ah, da ist nämlich RCSA, also das russische Segment. Ah, sind wir hier noch auf dem europäischen oder auf dem chinesischen schon? Modulverbindungen. Steht hier mal bitte irgendwas? So, hier ist Russisch. RCSA. Was ist denn hier kaputt? Ist hier was kaputt? Fliegen wir ein bisschen weiter raus. Dann können wir ein bisschen von oben drauf gucken. Weil jetzt hier jedes Modul abzufliegen, das dauert doch zu lange. Solarpanels sehen gut aus. Na, irgendwas war da mit den Tanks. Ach, guck mal, da oben. Das sieht ein bisschen kaputt aus. Da sind auch Teile. Aber er zeigt es mir nicht an. Ups, aua. Okay, dann war es das anscheinend nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir das reported hatten. Das sind die Solarpanels. Da waren wir da eben. Ist das da europäischer Arm? Ja, das muss ja dann hier, das hier muss ja Modul 12 sein, was wir abgekoppelt haben. Kann das sein? Ja, das ist Modul 12. Damit kann ich aber auch nichts machen, auch wenn es mir angezeigt wird. Okay. Wie gesagt, das Europäische haben wir ja schon gecheckt. Chinesisch und Russisch. So, das hier ist auf jeden Fall das russische Segment. Ah, guck mal da. An unknown material is present at hull fracture points. That looks like what I found in EAS4. What the hell is it? Das schwarze Zeug. Bring the sphere back inside and meet me in EAS3. Let's get this hatch open. I hope to God the others are okay. Okay. Dann fliegen wir wieder zurück. Stromversorgung ist schwach. Unsere Sphäre gibt bald den Geist auf. Dann fliegen wir hier wieder zu EAS11. Schnell rein. Na komm. Lass mich. Hallo, lässt du mich bitte rein? Okay. Luke schließen. Kompression starten. Interne Luke öffnen. Oh oh. Oh, die Sphäre ist offline. Die ist hinüber. Das heißt, wir haben es gerade rechtzeitig reingeschafft. War das Glück? Oder wollte das Spiel das von uns? Wir gehen mal zu Emma. The hatch lights are on. Looks like the connection to Universal is holding. Great work, Sam. Now, lift the lockdown on the hatch, please. Okay. Sehr gerne, Frau Fischer. Systemzugang hinzufügen. Oh, 244. Wie war das? 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 2, 3, 4. 4 hoch. Ich glaube, sowas. Wey! Ich habe es mir gemerkt. Okay, that's it open. Here we go. Wohin gehen wir? Jim.
Emil Fischer. Ich glaube, wir sind allein. Das ist eine Leiche. Haben wir eine Leiche gefunden? Ich will es nicht sehen. Nein! Okay, es scheint, als wären wir wirklich die einzigen Überlebenden sind. Was haben wir? May, it's Emma. You have no idea how happy I am to hear you. Emma, oh my God, Emma, I'm stuck in Shenzhou. Where are you? We've just made it to Central. Who is we? Me and Sam. I don't know where anyone else is yet, except Stas. He's dead, May. Oh God, how? It looks like Central depressurized. It's okay now, though. He's in his suit, but I don't think he had O2. What about Jim? Josh? Ailsa? Nothing yet. We had like a full power outage. Sam has lost most of his functions, and we're slowly getting him back up to speed. Okay. I'd like to help, but I'm stuck in the Chinese arm. There's something wrong in UN3. It's all locked down. I'll get Sam to look into it right now. Sam? Check the station alerts. Make that the priority if you can. Oh, wir haben Stationswarnmeldung hier oben bekommen. Das schauen wir uns mal an. 4 Meldungen. Also wir haben einen Kamerafehler in RS-12. Optisches Signal ist offline. Wir haben in RS-10 Initialisierung nicht durchführbar, auch das Signal ist kaputt. In UN-01, 03 und 06 wurde ein Systemreset entdeckt und die Crew-Tracking-Sensoren sind offline. Und der Kühlmittelkreislauf ist kaputt. Die haben alle hohe Priorität. Fangen wir doch damit an, oder? The coolant network is reporting multiple errors. Recommend investigation. That could give us problems later on. Have a look at the network hub, please, Sam. Ah! Die anderen Warnmeldungen sind aber jetzt weg. Okay, Network Hub. Wo ist der Netzwerk-Hub? Kommunikationsterminal komme ich nicht ran. Hier UN 1, 2 und 7 und der Horizon-Arm von der EAS. Monitore. Da geht's nach UN. Ein Laptop. Systemzugang hinzufügen. 3, 4, 2... Ah, UN-Luken haben einen anderen Schaltplan. Ist doch schon mal ganz gut, dann können wir nämlich Luken öffnen. Je alle, was da. Practice soon, really soon. You've just got to trust me. When we
Okay, also auf der Station lief es generell schon nicht so ganz rund. Alle haben sich so ein bisschen beschwert. Würde mich interessieren, warum. Entschlüsselungsprotokoll. Local Comms. Statischer Schlüssel 1. Eine Codierungsschlüsselmatrix. Jede Standardkommunikation zwischen der Observation und der Bodenkontrolle wird automatisch von der Hardware verschlüsselt und exklusiv gekoppelt. Im Falle eines Versagens der Hardware oder um lokale Raumfahrzeuge zu kontaktieren, deren Verschlüsselungshardware versagt hat, bitte diesen Schlüssel zur Neukonfiguration benutzen. Jedes Raumfahrzeug besitzt den gleichen Schlüssel, sodass eine Kommunikation der Raumstation mit Raumfahrzeugen oder Houston selbst bei einem Hardwareversagen noch möglich ist, indem die Daten mit diesem Schlüssel dechiffriert werden. Ich glaube aber, aus der aktuellen Position braucht man mit Houston nicht versuchen, irgendwas zu machen. So. Lebenserhaltung. Komme ich nicht rein. Keine biometrischen Daten. Okay, da kommen wir nicht ran. Da kommt nur die Emma ran. Laptop können wir nichts machen. So, was für ein Netzwerkknoten. Ja, mal hier gucken, ob wir noch was anderes finden. Da hinten ist noch ein Laptop. Denk- und Navigationssysteme. Verbinden wir uns auch mal. Können wir aber auch nichts mitmachen. Der Laptop, der geht nicht. Nein, nein. Da haben wir die Daten schon geborgen und da können wir nicht. Gucken wir uns nochmal A an. Den Monitor können wir auch nichts machen. Repariere den Kühlmittelkreislauf in UN03. Das können wir machen. Ah, das ist ja cool. Hier sehen wir alle unsere Zugänge, die wir haben. Kommunikationsterminal, Emma. Emma? Auch wegen dem Tracker, ne? Können wir die sehen. Weil ich kann auf nichts zugreifen, aber da sind noch Laptops. Vielleicht kann ich da... Ups, so. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu UN03, das ist hier. Was ist das hier? Crew-Tracking-Sensor ist da. Hier, der Punkt ist aber der Mainframe. Wo ist der denn? Der ist in UC02. Da kommen wir aber nicht hin. Weil der Mainframe, da werden wir doch... an irgendeinen Netzwerkknotenpunkt kommen, aber dann gucken wir uns doch mal hier UN03. Kann ich irgendwas sagen zu der Tür? Nö. Atmosphärisch? Keine Ahnung. Also okay, hier ist ein Lockdown drin, den müssen wir uns doch mal angucken, ob wir da was gegen tun können. Erstmal hier in den Crew-Tracking-Sensor. Da hatten wir ja auch noch eine Fehlermeldung. Das ist noch ein Laptop. Was ist das hier? Ah, Kühlmittel-Kreislaufpumpe. Schaltplan. Haben wir nicht. Okay, aber wir haben schon mal die Kühlmittelpumpe gefunden, die wir reparieren müssen. Noch was? Da ist die Luke. Wir können die ja entriegeln. Wie ist das denn? Luke entriegeln ist L3. 4 von oben auf der dritten Position. Dritte Position. 1, 2, 3, 4. So. Ha! So,
die Luke ist schon mal entriegelt. Das, ob uns das hilft, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vor allem der Link B hier, der ist, glaube ich, interessant. Guck mal, hier ist ja noch so eine Pumpe. Können wir zwar noch nichts mitmachen, aber wir können uns die ja schon mal linken. Da ist noch ein Laptop. Kriegen wir aber auch nichts. Okay, dann wollen wir doch mal hier. Oh, Dokument. Schaltplan Kühlmittelkreislauf. Aber es ist nur die Hälfte, ne? Konfiguration L1 und L2 sehen wir. L3 und L4 nicht. Ah, das ist natürlich blöd. Bei eventuell auftretenden Problemen sofort Kontakt zur Bodenkontrolle. Okay. Adapter 531, 186, 726 und 490. Okay, 186 haben wir ja schon gesehen. Das war die erste Kühlmittelpumpe, die ich gesehen habe. Und das ist die Kühlmittelpumpe 726. Aber kann ich darauf zugreifen? Weil ich habe doch jetzt einen Teil des Plans. Nee, leider nicht. Ah, das heißt, wir brauchen die andere Hälfte vom Schaltplan. Muss irgendwo noch eine Hälfte rumfliegen. Nee. Die andere Kamera, was sagt die? Hier ist ja auch noch eine Luke, die geschlossen ist. Ich kann ja mal gucken, welche Luke da offen ist. Sind denn also die oder nach ULB? Einer von den beiden muss ja offen sein. Speichermodul. Da können wir gleich mal, da können wir gleich nochmal hingucken. Also die müssen wir ja eigentlich öffnen für Emma, glaube ich, weil die kann dann hier hin und was machen. Nochmal schnell gucken. Das haben wir alle schon. Haben wir auch schon. Okay, dann gucken wir uns doch hier mal ULB an. Okay, an die Luke können wir aber nicht. Was ist das hier? Sprengbolzen. Hm, offline. Super. Irgendwas auf der anderen Seite, vielleicht was hilfreich ist. Schauen hier mit B. UC01, wo ist das? Ja, das ist die Luke nach da. Also Lukensteuerung. Also die ist ja auch, die kann man ja auch öffnen. Machen wir jetzt auch einfach mal auf. Weil dann hat sie doch jetzt eigentlich Zugang. Können uns mal UN04 noch angucken. Okay, das sieht nach einem Lagerraum aus. Notizen, Notizen, aber keine, die wir gebrauchen können, wa? Nee. Audio-Terminal. Laptop, komme ich da ran? Nee. Mappen. Der Laptop. Das, den können wir. PIN eingeben. Okay. Eins, zwei, drei, vier. 9999, okay. PIN kennen wir nicht. Ja, schade. Ist auch nicht... Da ist doch ein Zettel, da steht 2491 drauf. Vierstellige Zahl, das wird doch wohl kein Zufall sein, oder? 2491. Ha! It's
I'll try to swap shifts to speak to you in real time tomorrow. Hat da jemand schlechte Laune? So, Ai hat schlechte Laune. Also hat einen schlechten Tag. Fühlt sich, als wenn sie nicht gebraucht wird. Das ist natürlich nicht so geil. Kann ich natürlich verstehen. So, schauen wir uns mal die Seite an. Da, ein Dokument. Bahnbrechende Forschung auf der Observation. Das ist aber nicht das, was wir suchen. Dr. Elsa Yang. Ach, das war die doch gerade, ne? Leitet für die chinesische Klimainitiative ein international finanziertes Forschungsprojekt zur globalen Erwärmung, während sie sich an Bord der hochmodernen Low Orbit Space Station befindet, kurz LOS genannt. Die 27-jährige Yang ist die erste, die Arbeit der neu gegründeten CKY zu den Sternen trägt. In der gestrigen Ankündigung wurden erstmals Details zu chinesischen Besatzungsmitgliedern genannt, die sich der Crew für die Observation-Mission auf der Raumstation anschließen. An der Universal-Andockring, die Shenzhou 12 vor 3 Wochen angelegt hat. Ich hoffe, es ist 12. Römische Zahlen und ich, Die Initiative wird von den gleichen Partnern wie die Mission finanziert. Die Leitung hat aber die CASA, chinesische Aeronautic Space Agency. Dadurch ist die CKI eines der heißesten Themen in der wissenschaftlichen und politischen Community. Während es bei der globalen Erwärmung immer mehr danach aussieht, als würde der kritische 2-Grad-Grenzwert viele Jahre früher überschritten werden als vorhergesagt, verfehlt die Welt ein Klimaschutzziel nach dem anderen. Dr. Yangs Forschungsarbeiten über Wettermanipulation und Terraforming-Konzepte war der Grund für ihre Aufnahme in das Programm. Delete, 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 delete. Oh, da wurde was gelöscht. Hallo, was denn? Ambitionierte Pläne. Die Biologin Elsa Yang hat ihre bahnbrechende Forschung abgeschlossen, die für viele kommende Generationen die Art und Weise verändern wird, wie wir unser Klima betrachten. Rechts das Atlasgebirge in Nordafrika, wo Forscher neben dramatischen Veränderungen an den Felsformationen und Positionen auch Auswirkungen der erhöhten Temperaturen auf Fauna und Flora verzeichnen. Ja. Wichtige Arbeit macht die Frau Yang hier. Sie rettet unseren Planeten. Terraforming ist das neue Forschungsziel also. Sonst können wir hier aber auch nichts machen. Was muss ich denn oder was kann ich denn bei UN03 machen? Kühlmittelkreislauf, Hauptpumpe. Die brauchen wir doch, oder? Wo ist die? Wo bist du? Hauptpumpe. Das ist die 726, das ist eine normale. Nein, hier ist keine Pumpe. Ah, das hier. Steuerung der Hauptpumpenkontrolle gesperrt. Pumpenneustart erforderlich. Jede Pumpe muss nach Vorgabe des Schaltplans aktiviert werden. Steuerung der Hauptpumpenkontrolle gesperrt. Kann ich hier irgendwas... Nein, kann ich nicht. Okay, das heißt, wir müssen die manuell resetten anhand dieses Schaltplans, wo wir nur die Hälfte von kennen. Das ist aber schlecht. Das ist wirklich schlecht, Leute. Aber ich kann doch jetzt nicht die ganze Station absuchen nach irgendwelchen Dingern. Vor allem hier Link B ist noch zu. Das wäre ja der hier. Aber wir können ja auch nichts machen. Also es gibt ja keine Steuerung dafür. Ach doch, hier. Die habe ich gar nicht gesehen. Die ist offline. Ich kann ja trotzdem mal versuchen, die zu öffnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, das geht schon mal nicht. Kann ich die denn entriegeln? Fehler, Luke ist offline. Okay. Ich kann es auch nicht antworten. Das heißt, wir brauchen hier irgendwie Strom. Das ist doch schon mal ein Hinweis. Wo haben wir denn Strom? Haben wir irgendwo... ULB hat eine Verbindungsleitung. Okay. EFR, was auch immer. Besatzungskoje, Kommandantenmodul. Luftschleuse. Luftschleusenkontrolle. Aber das Symbol sehe ich doch nirgendwo. Achso, das ist die normale Luftschleuse. Kühlmittelkreislauf ist hier. Crew-Tracking-Sensor. Lebenserhaltung. Joa. Joa, würde ich mal sagen. Was ist das hier für ein Zeichen? Lenk- und Navigation. Repariere den Kühlmittelkreislauf in UN03. Ja, das würde ich total gerne machen. Aber wie kriegen wir da Strom hin? So, hier sind ja auch noch Verbindungsleitungen. Vielleicht kann ich hier ja irgendeine Verbindungsleitung machen. Aber ich glaube, da komme ich auch nur dran, wenn ich hier Bolzen springe oder was. Auch offline. Lukensteuerung ist auch offline hier. Sonst würde die ja irgendwie rot oder grün leuchten. Das ist natürlich komisch. Weil hier die Leitung, die ist ja... Die stimmt doch auch. Ich muss doch hier irgendwas in der Zentrale noch machen können, oder? Also Laptop haben wir, ULC haben wir auch, Lenk- und Navigation, das bin ich auch drin, ULA ist offen, Kommunikationsterminal haben wir doch auch. Kann ich mit der reden, mit der Frau Fischer? Please repeat your previous request. Have a look at the network hub, please, Sam. Network Hub. Wo ist der Knotenpunkt? Netzwerkknotenpunkt. Wo bist du? Ja, das ist ein Wegpunkt, den ich setzen kann. Klar. EFR. Okay. Im Speicherkern kann ich auch nichts machen, oder? Ist das hier? Entschlüsselungsprotokoll. Ja. Hilft mir auch nicht. Forschung hilft mir auch nicht. Das sind die Sphären und das ist der Schaltplan der UN-Luke, den wir ja kennen. Und hier fehlt uns einfach die Hälfte vom Coolant. Ist natürlich blöd. Da kommen wir nicht ran. Muss ich jetzt die ganze Station durchsuchen? Zu den Russen kann ich nicht. Haben wir denn hier irgendetwas? Kommandantenmodul vielleicht da? Astrophysik, Verbindungsleitung. Kühlmittelkreislauf, Mainframe, Luftschleusen, Kommandanten, Besatzungs... Was ist denn EFR? Achso, das ist dieser... ja... Da darf ich auch nicht hin.
Aha. Hier hat es auf einmal auch einen anderen Schaltplan. Aber wo finde ich denn jetzt den Netzwerkknotenpunkt? Oh, Leute. Hier können wir den ja schon mal mitnehmen. Brauchen wir ja auch irgendwann. Habe ich jetzt gerade nur noch gesehen. Deswegen nehme ich den mal schnell mit. Crew-Tracking-Sensor an sich kann ich aber nichts machen. Es muss doch irgendwo... Lagerkoffer. Ja, toll. Lagerkoffer hilft mir nicht. Das da auch nicht. Aber ich kann doch jetzt nicht die ganze Station durchsuchen. Das ist ja UN-07. Entriegeln war... Das. Und dann UN-07. Das hier sieht ja mehr aus wie ein... Das ist ja das medizinische Labor. Komisch.